Salam aus Äthiopien. Wir sind seit langer Zeit wieder hier bei Covid und dann Bürgerkrieg leider auch. Wir schauen uns Kooperativen an, wir schauen uns Fortschritte bei den Projekten an und die Zeit stand ja hier nicht still in den 2,5 Jahren, sondern es gibt viel zu berichten, viel zu sehen. Wir sind hier in Loyo, einer Kooperative in Südwestäthiopien. Und was wir hier sehen, sind Kaffeebabys. Dann werden die Farmer die nehmen und werden praktisch alte Bäume mit diesen neuen ersetzen. Und damit steigt die Produktivität, Qualität steigt. Ja, allein auf dieser Farm, das sieht man jetzt hier schwierig, 44.000 Seedlinge, die jetzt hier pro sozusagen Zyklus durchgehen. Ich stehe unter Solarpanelen, die wir installiert haben, um Wasser hier von der Quelle, die wir erschlossen haben, den Berg hochzupumpen, um hier eine Klinik zu versorgen, die 500.000 Menschen hier im Radius betreut. Und das erste Mal waren wir hier vor ungefähr 8 Jahren und da gab es keinen Strom und kein sauberes Wasser. Und das ist irgendwie der Grund, weshalb wir hier so viel in Wasserprojekte investieren. Ich bin jetzt hier an einer Schule, das ist eine Ausgabestelle für die Kids hier. Das ist halt Free Water für sie aus der Quelle. Und hier sind 1168 Schüler. When they come, no coffee circle team here, special for me. We are families. We know each other.